Freude zu einer weiteren Folge. Das Schweinemastduell. Mit dabei ist der Jonas. Moin. Ja, Jonas, was machst du heute Schönes? Ja, ich werde heute erstmal meine Ballen einfahren, die ich vom gestern Fest habe noch. Die erstmal alle schön ins Trocknen kommen. Du weißt ja, wenn du sie stehen lässt, dann werden sie auf einmal kleiner und dann hast du ja weniger Blumen nachher. Aber wir haben ja noch einen Sommertag. Sehe ich aber trotzdem nicht, auch wenn der Sommertag noch gut werden würde. Muss man aber trotzdem nicht drauf anlegen. Was du, schon machst? Ja, ich werde jetzt hier Fressen fahren bis zum Fall, ne? Vier Felder warten auf mich, ne? Dann hast du ja einiges zu tun, ne? Ja, ein bisschen. Hallo. Du hast hier schon zwei Ballen drauf, läuft doch. Ja. Geh ich mal hinten hin zu meinem Trecker. Ja, mach ja. Und Kontakt. Da mal ein bisschen fleißig, ne? Jo, einen Ball habe ich ja schon. Einen von, naja, ich will es nicht wissen. Geil genug. Ja, wahrscheinlich ja. Jo, der 8.15 eigentlich vor. Der soll mal zeigen, was er vorpressen kann. Bei 500, da weiß ich. Würde aber, denke ich, schon schaffen. Hat ja mehr Dampf wie der andere. Ja. Sollte nicht scheitern, ne? Nee. Oh, komm auch gut was runter hier, ne? Komm ich hier. Auf den kleinen Eck schon zwei Beine jetzt runter, ne? Und hier. Auf den kurzen Bahn. Das ist schon ganz schön gut. Ja. Was man sich wohl das unten. Ja. Bearbeitet, ne? Ja. Schön pflegt und so. Achso, ja. Thema Preise. Von meinen Flächen. Da muss ich jetzt erstmal hier ein Dokument noch aufmachen. Vorbereitet wie immer, ne? Ich hab jetzt irgendwie Fahrfalle oder so. So, meine Felder kosten 87, kostet normalerweise 43.898. Bin überall 10.000 runtergegangen. Das heißt 32.000. Die hintere Zahl bleiben halt so, ne? Ja. Ich denke, das sind faire Preise und das halt bei allen, ne? Heißt, die 84 kostet sogar nur 28.994. Ich denke, das sind schon ganz gute Preise. Zum Beispiel die 80, also die ganz kleine Fläche, wo ich das erste Jahr Kartoffeln drauf hatte, die kostet noch 17.000. Ne? Ich glaube, da kann man sich weniger beschweren. Ah, okay. Wolltest du bestimmt auch noch ein kleines Feld haben für Kartoffeln, oder? Nö. Also nicht ein riesen. Ja doch, ich will ja mir die 140er dieses Jahr mit Kartoffeln, nächstes Jahr mit Kartoffeln an reinhauen, ne? Das heißt, eigentlich kann ich eigentlich meine vier Hauptflächen wegtun. Ich habe sogar überlegt, meine Wiese 41 wegzumachen, Jonas. Ja. Ja. Kostet anscheinend 44.000 oder 34.000. Also 65. Ja. Boah, ganz aber hier, 41, dass wir halt eben nicht die Richtung in der Wiesen haben. Ne? Ich habe ja halt eben eine ganz andere Richtung. Ja. Ja. Ja, ich werde mir mal überlegen. Kannst ja durch den Kopf gehen lassen dann. Ja. Sind ja nicht aus der Welt. Läuft hier das Pressen. 168 Pferdchen, die merkt man.
Ja, erst war eine andere Wiese gedacht zum Pressen. Eigentlich wollte ich erst eine andere Fläche pressen, ne? Ja, aber? Ja, hat mir einen kleinen Press, mit der Presse einen kleinen Bug, ne? Da habe ich natürlich das nächste Feld genommen, was als nächstes ist, ne? War in dem Fall die 119. Hi. Was, bist du da? Nein, ich bin. Also meine auf dem Teamspeak. Achso, auf dem Teamspeak, ja. Ja, Jonas, sein Internet hat läuft noch nicht zu 100%. Wir dachten, Aufnahme, das schon läuft immer. Ja. Aber solche irgendwie nicht ein. Nee. Du kannst auch gerne wieder drauf kommen, ne? Ach nee. Das gehört dazu. Hammer, meine Synchro. Ist halt so, ne? Ja. Ganz gerne drauf kommen. Kein Problem. Ich habe die 119 mir gleich schon fertig gepresst. Ja. Oh. Und trotz dieser Probleme bei Jonas, ist bei Jonas immer so gerne bei sein. Meine Probleme werden, ne? Ja. Ja, ich hatte ja auch eben gerade bei den Starten mit besten schon Meldungen da. Ne? Ja. Soll einfach heute nicht sein. Was ist heute? Montag, ne? Ja. Ja, erklärt alles, ne? Montag. Ja. Der verfluchte Montag oder Montag oder was? Ja. Ich hätte ihn noch. Ja. Über den Montag. Also ironischerweise. Also es gibt auch Montage, ja, die gut sind. Wenn man frei hat zum Beispiel. Ja, stimmt. Läuft doch. Erste Feld fertig gepresst. Gut doch. Bisschen mehr, ne? Hey. So, die erste synchrone Folge, dann kann man ja mal sagen, lasst gerne mal ein Like da. Und was haltet ihr von meinem neuen Kanalbanner? Da habe ich mir richtig Mühe gegeben diesmal. Und folgt mir auch gerne auf Instagram, heißen wir auch Agrartechnik Paulus. Ja, Agrartechnik Paulus unterstrich. Agrartechnik unterstrich Paulus, so heißen wir. So. Findet man schon, wenn man auch Agrartechnik Paulus eingibt, einfach glaube ich. Ja. Auch selbst wenn nur Paulus eingibt, sind. Hier ausprobiert. Man sollte aber uns auf jeden Fall finden. Und zu Not ist ja. Der Link auch in der Videobeschreibung und auf der Kanalinfo-Seite ist er auch nochmal. Also, wird uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr da seid. Mitmachen, da wird nämlich noch einiges drauf passieren. Überlegen, wo hatte ich hier noch Stroh drauf auf 80, ne? Bei dem auf deinen neuen Flächen auf. Ja. Dann fahr ich immer zu einer neuen Fläche hin. Zu der schönen 131 machen wir uns jetzt auf den Weg. Die 80, die kleine Fläche, kann ich mir auch noch später pressen, mal eben schnell. Ja. Erstmal die großen Hektars machen. Erstmal Meter machen, was? Ja. Mit 141 habe ich nicht gestartet, 133 habe ich jetzt noch, also ballenmäßig. Gut was runtergekommen. Fast 10 Ballen. Also jetzt hier im Winter keine Probleme haben, ne? Ah, Otto. Nö, eigentlich nicht, ne? Ja, eigentlich auch nicht, oder? Seine Beine sind ja auch nicht so wenig. Ich habe ja auch noch, von der Gemeinschaftsernte. Ja, das auch, und aus dem letzten Jahr habe ich auch noch 5 Ballen.
9 Ballen, ne? Ja, ich habe aus dem letzten Jahr auch noch 6. Da bin ich doch mit den Strohballen doch recht gut hin. Ja, du hast ja noch da 5 Schweine noch, ne? Nee, Mutterschweine. Ja, meine 5 Schweine. Ja. Schweine. Werde ich irgendwann auch mal aufstocken, aber ich denke mal, Felderinvestitionen, die wird wohl irgendwie vorgehen, doch. Ja, meine Felder sind jetzt ja nicht überteuert. Ja. Da kann man ruhig mal zuschlagen, sag ich mal, ne? Ja. Dann kann ich vielleicht meine neue Fläche kaufen, die ich vorhabe. Eventuell, wenn man, ich habe noch nicht alles zusammengerechnet, wenn einer alles kaufen würde oder allgemein einer Flächen kaufen würde und alle verkauft sind, ob das dann reicht. Gut, muss ich einen kleinen Kredit aufnehmen? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich einen Kredit dann aufnehmen soll oder nicht. Weil mit dem Trecker haben wir uns genug erstmal Minus gehauen, eigentlich. Kredit wäre jetzt nicht so schlau. Ne? Weiß nicht, ist glaube ich nicht so schlau. Hier haben wir noch ein paar Silagebeinen außerhalb stehen bei dem. Bei 94 stehen auch noch welche. Oh. Ist ein bisschen stressig jetzt hier. Ernte geht vor. Gott, oh. Wir haben ein bisschen mehr zu tun als dran, ne? Das stimmt. Oh, Jonas. Was denn? Neue Fläche. Habe ich natürlich 6. Ja. 5,1 Stunden hat der Trigger schon. Ja, dann. Dafür, dass ich den jetzt. Das ist die dritte Folge. Also dritten Tag auf den Alice-Server, wo ich den Trigger habe. So viel hat er auch schon. Ja, klar. Ja, 10. Er hat ja dann auch schon ein bisschen Gag hat. Aber der ist schon ganz gut gerissen, ne? Dafür, dass er erst so kurz auf dem Hof ist. Will ich jetzt mal stark behaupten. Ja. Ja, hier von den Gemeinschaftszoll. Die Gerste haben wir noch nicht verkauft. Da wollen wir noch ein bisschen gucken, wie wir das machen. Weil auch Korn aufteilen ist ein bisschen schwierig. Jeder würde 8 Tonnen von den 24 kriegen. Und ihr wisst ja selbst, wie das ist mit Korn aufteilen und so, ist ein bisschen schwierig. Dann fahren wir es verkaufen, denke ich mal. Ah, ja, will ich auch machen und dann teilen wir es durch 3 auf. Ne? Ja, das Geld dann aufteilen. Ich glaube, Geld kann eigentlich jetzt zurzeit jeder gebrauchen. Ja. Also ich so oder so, ne, mit meinem 5000 Minus. Ja. Vincent ist ja ganz gut wieder aus seinen 22.000 Minus rausgekommen. Ja, 22 und fast 80.000 hatte ich ja. Ist gut was runtergegangen bei den Schweineverkauf, muss man ja sagen. Das läuft doch. Glücksschwein, ne? Jo, 20 Schweine, die bringen schon was. Ja, hier muss ich noch ein bisschen das Gestrüpp schneiden an der Ecke hier. Ah. Hast du im Winter? Ja, ich denke schon. Außer es wird mit beiden Gruppern oder so verflügen. Nervig, sag ich mal, ne? Ja. Dann. Also, dann werde ich es wahrscheinlich schon früher weghauen, ne? Bringt ja auch nichts, wenn ich davon genervt werde, ne? Ja. Komm, ist dann. So. Hat der Strohballen da stehen oder rollt er? Oh, er ist gerollt. Okay. Mal, ob er jetzt stehen bleibt. Ja. Ach, ich freue mich auf meinen neuen Ackerflächen. Glaube ich gern. Schon mal eine kleine Opla gehabt, aber gehört dazu, mein Gott. Eben, ne? Mein PC ist auch nicht der neueste mehr. Ja. Oh, hier, wenn wir die Ballen hier einfahren, von den Gemeinschaftsflächen und so, dann müssen wir auf jeden Fall gut zählen, ne?
Ja. Hast dich ja doch für deinen eigenen Anhänger entschieden, Jonas. Deine Bike wegzufahren. Ah, von meinen Flächen hat es ja jetzt nicht gibt. Ich bin jetzt bei 10. Ah, 16, 17 Stück werde ich so runterkriegen. Immer pro Ladung, oder was? Insgesamt. Ja, brauch auch was. Ja, haben oder nicht haben, ne? Ja, vor allem, ich habe ja die doppelte Tiermenge. Ich muss schon was runterkriegen jetzt. Deswegen habe ich, will ich ja meine kleinen Flächen jetzt loswerden. Und für dich kommen die kleinen Flächen so gerade ganz gut. Ja, und die sind ja halt eben auch noch bei mir in der Nähe, ne? Wie aus. Zwar muss ich dann weiter außerhalb hinfahren. Aber kann sich nicht immer alles aussuchen, ne? Ja. Der nächste Bein. War auch nicht schon gepresst hier wieder. Das läuft. Und Leute, keine Angst, das Minus, das kriegen wir locker weg. Das ist kleinste Übel. Wenn ich erstmal die Felder, die ich gekauft habe, dann sieht es anders aus. Das auch. Ja, oder zur Not kann ich auch Silage beim Fahren. Ja. Weil aus dem nächsten Schnitt, den wir jetzt nochmal machen werden, werde ich nochmal denke Silage beim machen. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Dass ich doch noch mal ein paar Heuballen machen werde. Ja, ich habe auch gerade überlegt, vielleicht doch ein paar Heu. Dann noch Sommer. Herbst kann man ja glaube noch mal mähen. Da kann man auch zur Not nochmal Silage bei machen. Wenn man den Sommer noch mal ausnutzt, ne? Die Temperaturen zum Heu trocknen. Ja. Ich weiß, wie es im Herbst aussieht, ne? Oh, der erste Tag ist schon regnerisch, ne? Geht schon los. Ja, da geht schon nämlich los, ne? Ja. Ich weiß auch nie, wie die anderen Tage sind. Die sind relativ, ja, ein paar bewölkt, aber sonst relativ ganz gut. Bewölkt halt, ne? Aber trocken. Und der erste Tag ist ein bisschen kriminell. Aber du weißt doch, na, wie es mit dem Vorhersagen ist. Ich weiß nicht, ob das alles wird. Deswegen habe ich ja in echt mein Landwirtenmesser, ne? Also meine Persönlichkeit. Ah. Eigener Wettergott so gesehen, ne? Ach, der 815er könnte auch gerne mal schreien. War gut, eine gute Investition. Wenn ich irgendwann mehr PS brauche, Jonas, ne? Ja. Kann ich bis 100... Einfach auf, oder was? Ja, bis 195 PS kann ich den hoch tun, die erste Generation hier. Ordentlich. Warte mal, dann habe ich einen 818er. Aber das werde ich jetzt nicht machen. Jetzt muss erstmal der 815er ein bisschen knüppeln. Für meine jetzigen Gerätschaften und so reicht er vollkommen aus, der 815er. Ja. Schon 818 sagen, hast du das gesehen? Ja, habe ich gehört. Oi. So. Und beim Fahren lobt? Ja, das lobt. Das ist schön. Beim Fahren immer lobt. Das ist immer gut. Das ist immer gut. So. Kommen wir mal den letzten Ballen raus hier. Und ich würde sagen, danke zum Zuschauen. Bis dahin. Ciao. Ciao. Oh.